Ja, dann, liebe Teilnehmer, begrüße ich Sie hiermit ganz herzlich zum WGP-Sonderforum für die intelligente Produktion. In wenigen Augenblicken startet der Vortrag Intelligente Fabriken als Baustein für die Energiewende. Einblicke in die Forschungsprojekte Fee Factory und KI for Ether. Die Referentin Jessica Walter vom Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen an der Technischen Universität Darmstadt wird Ihnen in den nächsten ca. 20 Minuten einige interessante Einblicke in dieses Thema ermöglichen. Im Anschluss haben wir dann noch bis zu 10 Minuten Zeit für eine Frage- und Antwortrunde. Sollten Sie also während der Präsentation Fragen haben, bitte ich Sie, diese einfach über den entsprechenden Fragebutton in Ihrem Menü schriftlich zu stellen, damit dann am Ende nochmal auf die Fragen eingegangen werden kann. Nun möchte ich aber gar nicht viel weiter vorgreifen, sondern übergebe das Wort an Frau Walter und wünsche Ihnen eine informative Websession. Ja, herzlichen Dank, Herr Burgund, für die nette Einführung. Auch ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen zu meinem Vortrag. Den Titel haben Sie ja schon vorgelesen bekommen. Bevor ich jetzt in den Vortrag starte, möchte ich gerne noch ein paar ergänzende Worte zu dem, was Sie gerade schon gehört haben, zu meiner Person und dem Hintergrund erzählen. Wie Sie schon gehört haben, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am PTW der TU Darmstadt und dort am Institut arbeite ich in der Forschungsgruppe, die sich Energietechnologien und Anwendungen in der Produktion nennt, kurz ETA, und wir sitzen im gleichnamigen Gebäude der ETA-Fabrik, die Sie hier unten sehen können. Und die möchte ich Ihnen nämlich gerade Frau noch Walter, mal zeigen. Ja. Sie waren gerade einen kleinen Moment nicht zu hören. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Okay. Aber jetzt funktioniert es anscheinend wieder. Vielleicht war nur kurz die Verbindung weg. Ich werde es im Auge behalten, beziehungsweise im Ohr behalten und würde mich zur Not nochmal einschalten. Gerne. Was ich hier auf jeden Fall noch mal kurz sagen wollte, wir sitzen hier in diesem besagten Fabrik der ETA-Fabrik und wir haben hier eine für die fertigungstechnisch typische Produktionslinie stehen, die wir auch in unseren Projekten einbeziehen. Das wollte ich hier noch mal kurz vorstellen. Und so ist die ETA-Fabrik auch als realer Anwendungsfall und Demonstrator in den besagten Projekten integriert und beforscht worden, sage ich mal. Und noch ein paar Worte zu meiner Forschungsgruppe. Unser Ziel ist es, die Produktion, die industrielle Produktion von morgen CO2-neutral zu gestalten und das eben durch eine energieflexible oder eine ressourceneffiziente Gestaltung der Produktion von morgen. Und genau vor diesem Hintergrund sind die beiden besagten Projekte, in die ich Sie heute ein bisschen einführen möchte. Das ist zum einen das Projekt Fee Factory, welches bereits abgeschlossen wurde im März letzten Jahres. Hier haben wir den Fokus auf die Energieflexibilität gelegt. Und im Anschluss darauf möchte ich nochmal auf das Projekt KI for Ether eingehen, welches sich in der Antragsphase momentan befindet und den Fokus auf Digitalisierung und KI vor dem Hintergrund der CO2-neutralen Fabrik hat. Und der Grund, warum gerade diese Projekte oder diese beiden Projekte ausgewählt wurden, ist der, dass die Forschungslücken, die wir in der Bearbeitung von Fee Factory entdeckt haben, in dem quasi Nachfolgeprojekt, auch wenn es kein direktes Nachfolgeprojekt ist, KI for Ether adressieren wollen. Damit steige ich dann mal direkt ins Projekt Fee Factory ein und möchte zunächst mal was zum Hintergrund erzählen. Wie Sie wissen, befinden wir uns alle in der durchaus guten Situation, dass die Energiewende im vollen Gange ist und die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Und auch wenn das natürlich ein erstrebenswertes Ziel ist, ist es so, dass dadurch auch Herausforderungen entstehen, die zu bewältigen sind, um eben für ein stabiles Versorgungsnetz zu sorgen. So sind zum Beispiel eben erneuerbare Energien wesentlich volatiler und damit nicht so gut planbar wie konventionelle Kraftwerke. Und daraus ergibt sich dann zum einen einen Einfluss auf die Versorgungsqualität, zum Beispiel Spannungs- oder Frequenzschwankungen, aber auch eben die Zunahme von einem Regelleistungsbedarf, um eben zu jeder Zeit sicherzustellen, dass die Stromnachfrage auch gleich dem Stromangebot ist.
Und genau das sicherzustellen, setzt das Projekt FeeFactory an, indem es eben die Industrie durch ein intelligentes Lastmanagement dazu befähigt, sich energieflexibel zu verhalten. Und genau dieser Ansatz wurde eben gewählt, weil sich in verschiedenen Studien, da haben wir mal 13 Stück ausgewertet, ergeben hat, dass das Potenzial in der Industrie für gerade solche Lastverschiebungen Maßnahmen sehr hoch ist. Also wir sprechen hier über diese 13 Studien hinweg von über 3000 Megawatt Lastverzicht bis zu 1500 Megawatt Lasterhöhung. Und genau, um genau diese Potenziale eben zu heben, wurde dann im Projekt FeeFactory die Ether-Fabrik in 4 Schritten zu einer flexiblen Fabriknetzführung befähigt. Zunächst wurde hier für alle Energieflüsse überwacht und antizipiert, weil eben diese Überwachung und auch das Wissen über den zukünftigen Lastgang eben die Grundlage bilden für ein energieflexibles Verhalten. Danach wurden Flexibilitäten identifiziert und auch bewusst generiert. Im nächsten Schritt wurden diese Flexibilitäten dann eingesetzt und gesteuert und letztendlich vermarktet. Was das jetzt im Detail bedeutet, möchte ich nun noch mal ein bisschen genauer erklären. Hier habe ich Ihnen jetzt eine Auswahl an Schlüsselinnovationen für diese 4 Schritte mal aufgelistet. Aufgrund der begrenzten Zeit kann ich leider heute nicht auf alle eingehen. Jedoch möchte ich 2 Schlüsselinnovationen ein bisschen näher erläutern. Und da bekanntlich Bilder mehr sagen als 1000 Worte, habe ich 2 Videos mitgebracht, die in der Projektlaufzeit entstanden sind. Und als erstes möchte ich hier das hybride Energiespeichersystem im Bereich Flexibilitäten identifizieren und generieren, näher erläutern. Das hybride Energiespeichersystem setzt sich aus einem Schwungmassenspeicher hier rechts zu sehen und einem Batteriespeicher zusammen. Der Schwungmassenspeicher wird auch kinetischer Speicher genannt. Und die Kombination aus diesen beiden Speichern ist dahingehend von besonderem Vorteil, weil der kinetische Energiespeicher aufgrund von seiner Verschleiß- und Wartungsfreiheit für sehr viele kurze Zyklen geeignet ist, wohingegen der Batteriespeicher aufgrund von Batteriealterungseffekten eben für wenige, aber lange Zyklen geeignet ist. Und der kinetische Energiespeicher wird jetzt beladen, indem seine Schwungmasse mit 1500 Umdrehungen pro Minute rotiert wird und zum Entladen wird der dann abgebremst. Und wir sehen jetzt hier oben links die Leistungsaufnahme der Fabrik und wir möchten zum Schutz des Netzes einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten. Und sobald dieser Schwellenwert überschritten wird, setzt dann sofort der Schwungmassenspeicher ein und entlädt sich. Und gleichzeitig wird dann noch die Batterie eingesetzt, um eben diesen Schwellenwert so lange, wie das gewünscht ist, auch zu halten. Wenn man jetzt noch ein Elektrofahrzeug mit einbezieht, also Elektromobilität und diese Ladung, dann werden Elektrofahrzeuge nur dann geladen, wenn der Schwellenwert eben auch nicht überschritten wird. Und sobald die Leistungsaufnahme wieder den Schwellenwert erreicht, wird der Ladevorgang gestoppt, der Schwungmassenspeicher entlädt sich wieder und die Batterie wird auch wieder mit entladen, um die Gesamtleistungsaufnahme der Fabrik eben an diesem Schwellenwert zu halten. Rechts können Sie nochmal den Verlauf der Leistung und der Batteriespeicher sehen. Und damit ist es eben möglich, sogenannte Lastspitzen zu kappen, die zum einen natürlich für das Verteilnetz nicht von Vorteil sind, weil das Verteilnetz auf solche Lastspitzen ausgelegt sein muss und aber auch gleichzeitig den Fabrikbetreiber sehr teuer sind. Genau. Als nächstes Beispiel möchte ich hier nochmal die energieadaptive Produktionssteuerung im Bereich Flexibilitäten heben und steuern vorstellen. Bei der energieadaptiven Produktionssteuerung wird der Fokus auf die Verschiebung von Betriebszeiten in Zeiten mit geringer Strompreise gelegt. Und dadurch ist eben davon auszugehen, dass in diesen Zeiten auch der CO2-Ausstoß der Stromerzeugung vergleichsweise gering ist. Und damit kann man eben auch eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks der ganzen Fabrik erzielen. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Produktionslinie der Ether. Und es ist zunächst mal die konventionelle Produktionssteuerung gezeigt.
Der Prozess läuft dabei wie folgt ab, dass erstmal die Rohteile links spannend bearbeitet werden, dann werden die gereinigt, danach kommen sie in den Härteofen, dann werden sie nochmal fein bearbeitet und final gereinigt. Und dabei laufen alle Anlagen durchgehend mit einer mittleren Auslastung. Das kann man oben rechts auch schön auf dem Diagramm sehen, wo die Leistungsaufnahme der Fabrik gezeigt ist. Und die Lagerplätze zwischen den einzelnen Anlagen werden kaum genutzt. Und dementsprechend sieht man auf dem Diagramm oben, dass die Leistungsaufnahme der Fabrik relativ konstant verläuft, während sich die Stromkosten eben proportional zum Strompreis verhandeln. Hier sieht man jetzt nochmal exemplarisch die Ausbringungsmenge der konventionellen Produktionsplanung. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht mit der energieflexiblen Produktionssteuerung. Das bedeutet nämlich, dass die Anlagen in den Zeiten mit niedrigen Strompreisen unter Volllast laufen, während die Produktion in Zeiten mit hohen Strompreisen heruntergefahren wird. Die Materialpuffer zwischen den Produktionsanlagen werden somit stärker ausgenutzt und der Verlauf der Leistungsaufnahme schwankt stärker. Das kann man jetzt schon sehr schön oben rechts sehen. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die Stromkosten im Vergleich zum konventionellen Betrieb sinken, und die Flexibilität ergibt sich ausschließlich aus der Verschiebung von produktionsfreien Zeiten in Zeiten mit niedrigen Energiepreisen. Und dadurch kann eben auch der CO2-Fußabdruck reduziert werden, weil das mit den Energiekosten korreliert, weil nämlich zu den Zeiten, wo Energiepreise niedrig sind, in der Regel auch viele erneuerbare Energien im Stromnetz vorhanden sind. Und wenn eben viele erneuerbare Energien vorhanden sind, sinkt auch der CO2-Fußabdruck. So, hier sehen wir jetzt nochmal exemplarisch die Ausbringungsmenge bei der energieadaptiven Produktionsplanung und wir sehen, dass die eben identisch sind und wir bei dem zweiten Szenario in der Lage waren, den CO2-Fußabdruck der Fabrik zu reduzieren. Damit komme ich mal zur Zusammenfassung zum Projekt V-Factory. Was haben wir alles erreicht? Auch hier habe ich jetzt nur mal exemplarisch ein paar Lösungen genannt. Es sind wirklich sehr viele Ergebnisse entstanden von einem umfänglichen Energiemonitoring, das eben genau die Basis für jegliche Energieeffizienz- und Flexibilitätsmaßnahmen bildet. Haben wir die Fabrik als vernetztes Simulationsmodell abgebildet mit verschiedenen Bedarfsprognosen. Sämtliche Anlagen und die gesamte technische Gebäudeausrüstung der ITER-Fabrik wurde hinsichtlich des Flexibilitätspotenzials bewertet und dann auch flexibilisiert. Zusätzlich wurden verschiedene Flexibilitäten generiert in Form zum Beispiel dem hybriden Energiespeicher, ein DC-Netz, was integriert wurde in der Fabrik. Funktionserweiterte Netzumrichter, die integriert wurden und eben auch die Integration der Elektromobilität. Weiterhin wurde ein ganzheitliches Energieflussoptimierung durchgeführt und dadurch auch verschiedenste Netzdienstleistungen erbracht und auch vermarktet. Vieles davon ist nur durch den Einsatz von Digitalisierung und KI ermöglicht worden. Aber wie ich zuvor schon gesagt habe, haben sich natürlich auch Forschungslücken gezeigt, die leider dann in der Projektlaufzeit nicht noch mitbearbeitet werden können, weshalb wir jetzt in der Beantragung des nächsten Projekts KI for ITER sind. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal kurz in das Projekt ein bisschen einsteigen, was hier die Vision und die Zielstellung ist und insbesondere zunächst mal die Forschungslücken, die wir identifiziert haben, vorstellen. Dazu habe ich jetzt hier nochmal die Informations- und Kommunikationsstruktur der ITER-Fabrik dargestellt. Wir sehen hier quasi die Automatisierungspyramide in flach. Von links nach rechts ist quasi von unten nach oben. Wenn wir jetzt rechts beginnen, haben wir auf der Feldebene eben die verschiedenen Datenerfassung von Sensorik und Aktorik mit verschiedenen analogen und digitalen Protokollen. Die sind in den Interaktionen über die Maschinensteuerung mit der Steuerungsebene, zum Beispiel über Protokolle wie OPC-UA. Und auf der Steuerungsebene haben wir noch verschiedene Edge-Devices für die
Anbindung von älteren Maschinen und dann eben die Leitebene, die mit der Steuerungsebene verbunden ist. Und da haben wir eine Energiemanagement-Plattform, ein MES-System oder zum Beispiel auch ein ERP-System in traditionellen Fabriken. Wenn man sich jetzt einen solchen Datenfluss von der Feldebene zur Leitebene anschaut und insbesondere auch wieder zurück betrachtet, das heißt, wenn man hier zum Beispiel KI und Machine Learning einsetzen möchte, um die Fabrik zu regeln, dann ergeben sich da sehr, sehr viele offene Fragestellungen. Zum einen ist die Datenerfassung momentan ein sehr umfangreiches Unterfangen. Wenn man hier wirklich viel Transparenz haben will, dann ist es nur mit sehr viel Aufwand erforderlich, weil die verschiedenen Steuerungen und Sensoren haben meist sehr viele Datenpunkte, die unübersichtlich sind in der Struktur und auch von der Notation und deswegen hier oft ein bisschen Verwirrung herrscht. Die Modellerstellung auf der anderen Seite ist sehr aufwendig und daher ist die Identifikation und die Evaluation von Betriebsstrategien und auch Energieeffizienzmaßnahmen sehr schwierig und hier gibt es bisher kaum digitale Unterstützung. Auch bei der Verarbeitung von Stellsignalen, also wenn wir jetzt wieder von dem Regelkreis sprechen, gibt es auf jeden Fall noch Forschungsbedarf, weil hier auch Anforderungen zu beachten sind, so zum Beispiel eben funktionale und auch IT, also wir sprechen hier von Security und Safety, zum Beispiel was Rückfallmodi für Stellwerte betrifft und so weiter. Und hier sehen wir ein großes Potenzial für Digitalisierungslösungen, und zwar insbesondere im Bereich Transparenzschaffung. Hier sind zum Beispiel digitale Messstellen zu nennen, die die Kosten für Transparenzschaffung senken sollen, aber eben auch automatische Identifikation von Datenpunkten zur Anbindung an eine Managementplattform zu nennen, so wie man das mittlerweile schon von seinem Drucker kennt, der sich quasi der selbst erkannt wird und seine Treiber und alles, was er benötigt, selbst runterlädt. Genauso stellen wir uns das auch zukünftig für die Fabrik vor. Im Bereich Modellierung, dabei handelt es sich in der Regel um mathematische Modelle oder Simulationsmodelle, aber auch Machine Learning Modelle können hier zum Einsatz kommen, die allesamt eben mit datengetrieben, zum Beispiel parametrisiert oder auch evaluiert werden können. Dann haben wir noch das Thema Prognose. Das ist insbesondere wieder für den Bereich Energieflexibilität erforderlich. Hier sehen wir insbesondere Potenziale für Digitalisierung, weil eben das Wissen über den zukünftigen Lastgang für Flexibilitätsmaßnahmen erforderlich ist. Im Bereich Optimierung wären hier zum Beispiel Reinforcement Learning Algorithmen zu nennen, um eine optimale Betriebsführung zu gestalten. Dann noch mal kurz zur Vision des Projektes KI for Ether. Wir wollen hier zum einen natürlich Energietransparenz schaffen. Das bildet quasi die fundamentale Basis für alle weiteren Schritte. Nur wenn ich das Wissen über den Ist-Zustand habe, kann ich auch Effizienzmaßnahmen oder Flexibilitätsmaßnahmen durchführen. Hier stellen wir uns Lösungen wie Plug and Work von Sensorik und Querschnittstechnologien vor, was ich gerade schon genannt hatte. Im zweiten Schritt kommt dann hier Energieeffizienz. Da sind Fragestellungen, wie eben künstliche Intelligenz dazu genutzt werden kann, den Betrieb effizienter zu gestalten. Als Beispiel wäre hier ein datengestütztes Vorschlagswesen für Effizienzmaßnahmen zu nennen. Im dritten Schritt kommt dann darauf aufbauend Energieflexibilität. Hier ist die Frage, wie KI dazu genutzt werden kann, den Betrieb von Fabriken zu flexibilisieren. Zum Beispiel durch eine optimierte energetische Betriebsweise, die eben Strompreise mit einbezieht und weitere Einflussfaktoren wie zum Beispiel das Wetter. Und zu guter Letzt noch das Thema Produktivität als i-Tüpfelchen, weil wir davon ausgehen, dass in den vorhergegangenen Schritten so viele Daten und so viel neues Wissen über die Prozesse erlangt wurde, dass man dieses Wissen auch noch nutzen kann, um weitere Produktivitätsmaßnahmen umzusetzen. Und hier wäre als Beispiel zum Beispiel eine optimierte Energieversorgung oder eben eine prädiktive Erkennung von Anomalien.
Und damit möchte ich nochmal zu guter Letzt zwei Use Cases ein bisschen genauer vorstellen, die wir hier im Bereich des Projektes bearbeiten wollen. Zum einen der Anwendungsfall Condition Monitoring. Hier haben wir eine Produktionsmaschine A, die sehen wir hier unten rechts. Die liefert hochfrequente Daten. Diese werden dann durch eine KI erstmal vorverarbeitet. Hier kann dann auch noch eine virtuelle Messstelle zum Einsatz kommen, die eben auf Basis von einem datengetriebenen Modell noch eine Messgröße ermittelt, die nicht vorliegt, aber für das Modell erforderlich ist, also das Condition Monitoring Modell. Diese Daten gehen dann in dieses Condition Monitoring Modul, was man hier jetzt auf der rechten Seite in der Mitte sieht, welches auf einem Edge Device ausgeführt wird, und die Ausgabe dieses Modells geht dann wieder direkt zurück an die Maschine, und die kann dann auf Basis dessen Maßnahmen umsetzen. Gleichzeitig steht eben dieser Edge-Device auch im ständigen Austausch mit der Management-Plattform. Dort sind alle Daten und Modelle zur Maschine A hinterlegt. Und mittels Transfer Learning können dann dieses Condition Monitoring-Modell der Maschine A auf Maschine B übertragen werden, die man hier unten rechts sieht, die eben eine ähnliche Maschine darstellt. Der zweite Anwendungsfall wäre die Betriebsoptimierung der Versorgungstechnik inklusive Sektorkopplung. Hier werden die Mess- und Stellwerte der Versorgungsanlagen sowie der Energiezähler, die wir hier unten links sehen, an der Managementplattform erfasst über die verschiedenen Steuerungssysteme der Fabrik. Diese wiederum steht im Austausch mit dem Stromnetz und kann Strompreise abrufen, und anhand von einem zuvor antrainierten Modell, könnte zum Beispiel ein Reinforcement Learning Modell sein, und eben weiteren Einflussgrößen wie zum Beispiel noch Wetterprognosen, das aktuelle Wetter, aber wie gesagt auch die Strompreise, ermittelt die Management-Plattform dann einen optimierten Betriebsplan für die Versorgungstechnik und schreibt darauf aufbauend eben Sollwerte, wie die einzelnen Versorgungsanlagen für den nächsten Tag zu laufen haben, jeweils an die Steuerung und damit die Versorgungsanlagen zurück. Und damit wäre ich schon am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, dann schon mal ganz herzlichen Dank, Frau Walter, an dieser Stelle für den bisherigen Vortrag. Liebe Gerne. Teilnehmer, Sie haben jetzt, wie eingangs erwähnt, noch die Möglichkeit, gerne Fragen zu stellen, an die Frau auf die Frau Walter dann direkt auch eingehen kann. Haben Sie also Sachen, die Sie noch interessieren zu den Forschungsprojekten? Gibt es noch Aspekte, die noch etwas weiter erläutert werden könnten oder so? Falls Sie irgendetwas haben, schreiben Sie es gerne jetzt über den entsprechenden Fragebutton in das Fragenfenster. Dann können wir darauf eingehen. Ich sehe aktuell oder ich schaue erst einmal nach. Ja, genau, ich sehe aktuell aber noch keine offenen Fragen. Aber wir werden gerne einfach noch einen kurzen Moment warten, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, auch die entsprechende Frage zu formulieren. Das ist also gar kein Problem. Ansonsten haben Sie sicherlich auch noch die Möglichkeit, im Nachgang Fragen zu stellen. Da haben Sie beispielsweise auch über die Veranstaltungsseite, zu der Sie sich zum aktuellen Vortrag angemeldet haben, auch nochmal die Möglichkeit, eine Frage zu formulieren im Nachgang. Wir leiten das Ganze dann dementsprechend weiter. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das wäre auch kein Problem. Aber nutzen Sie jetzt gerne die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Ich schaue noch mal nach, ob jetzt Fragen da sind. Ja, ich sehe jetzt eine erste Frage, Frau Walter. Ich lese sie einfach mal kurz vor und Sie können ja darauf antworten. Ja. Okay, da haben wir die erste Frage. Mit welcher Frequenz soll die angedachte Signalaufnahme an den Werkzeugmaschinen geschehen? Fragezeichen. Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich Ihnen aber so gar nicht direkt beantworten, weil das hängt natürlich sehr, sehr stark von dem Anwendungsfall ab, den ich betrachten will. Wir haben Werkzeugmaschinen bei uns, die können sehr hochfrequente Daten übertragen. Und wenn man jetzt sich wirklich in den Prozess selbst reingeht, also in die Technologie und da im Bereich Condition Monitoring unterwegs ist,
dann brauchen wir auch die sehr, sehr hochfrequenten Daten. Wenn wir aber jetzt uns einen Condition Monitoring Prozess anschauen, der zum Beispiel auf Basis der elektrischen Leistungsaufnahme Verschleiß voraussehen soll, dann brauchen wir nicht die Leistungsaufnahme im 50-Hertz-Takt, sondern da ist es mit einer Sekunde wahrscheinlich immer noch durchaus zu hochfrequent. Also da würden wahrscheinlich, um eben so einen langfristigen Trend zu erkennen, dass die Leistungsaufnahme jetzt steigt, weil Verschleiß vorhanden ist, auch 30-Sekunden-Werte oder 10-Sekunden-Werte reichen. Von daher ist es wahrscheinlich jetzt eine sehr enttäuschende Antwort, aber das kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an, welchen Anwendungsfall man betrachtet. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das hat es soweit beantwortet. Dann schaue ich mal weiter, ob noch weitere offene Fragen da sind. Ja, ich sehe eine zweite Frage, die noch eingegangen ist. Einen Moment. Habe ich das richtig verstanden? Die Maschinen in der ETA sind über ein DC-Netz verbunden? Fragezeichen. Ja, aber nicht alle. Also wir haben unsere zwei Werkzeugmaschinen, die man auch in dem Produktionsvideo, also Produktionsplanungsvideo gesehen hat. Die beiden sind an ein DC-Netz angeschlossen, sodass da in diesem DC-Kreis quasi die Bremsenergie von diesen beiden Werkzeugmaschinen zwischengepuffert werden kann und dann der einen von der anderen zur Verfügung gestellt werden kann. Die zwei Reinigungsmaschinen und der Härteofen sind nicht am DC-Netz. Wunderbar. Ich sehe gerade nochmal, bei der ersten Frage war, konnte der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, kurz sie nicht verstehen, Frau Walter. Ich glaube, bei ihm war kurz ein Problem mit dem Ton. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, die Antwort, mit welcher Frequenz und so weiter. Genau, die Antwort war, dass das durchaus oder insbesondere in Abhängigkeit des Anwendungsfalls entschieden werden muss, welche Frequenz man hier wählt. Wenn man jetzt in wirklich tieftechnologische Bereiche von zum Beispiel Werkzeugmaschinen reingeht, dann braucht man sehr hochfrequente Daten. Da bewegen wir uns meistens in dem Bereich, was die Steuerung hergibt. Wenn wir aber eher im Bereich von Verschleißerkennung zum Beispiel unterwegs sind, dann sind da eher Werte von einer bis 30 Sekunden angebracht. Genau, das hat es, glaube ich, dann noch mal ganz gut zusammengefasst, ganz kurz in der Kürze. Dann schaue ich noch mal, ob eine weitere Frage noch gekommen ist. Aber ich sehe noch, ob die Folien des Vortrags zur Verfügung gestellt werden. Frau Walter, ist das irgendwie downloadbar oder wird das zur Verfügung gestellt? Das müsste ich ehrlich gesagt nochmal abklären. Genau, das wäre dann vielleicht eine Sache, die man im Nachgang nochmal klären könnte. Da ist sicherlich dann im Nachgang eine Kontaktaufnahme am sinnvollsten, Ja. dass man da im Nachgang das Ganze nochmal klärt. Da, wie gesagt, einfach vielleicht über die Veranstaltungsseite gehen, das wäre möglich. Genau. Gut, dann schaue ich nochmal. Ich sehe jetzt aktuell aber keine weiteren offenen Fragen. Wir warten einfach nochmal einen ganz kleinen Moment ab, ob noch etwas weiteres eingeht. Aktuell scheint es aber soweit erstmal nicht der Fall zu sein. Dann gehe ich erstmal davon aus, dass soweit alle Fragen beantwortet sind. Frau Walter, dann haben Sie gerne noch die Möglichkeit für ein paar abschließende Worte und sich noch zu verabschieden von den Teilnehmern. Ja, dann bedanke ich mich bei allen für die Zeit, die Sie aufgebracht haben, mir zuzuhören. Ich weiß, dass es natürlich in den heutigen Zeiten nicht so angenehm ist, Vorträge zu halten und auch zuzuhören. Von daher freue ich mich, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben, auch bei so einem digitalen Format mir kurz zu lauschen. Gut, wunderbar. Dann auch nochmal herzlichen Dank, Frau Walter, für den informativen Vortrag. Ebenso natürlich allen Teilnehmern, auch von meiner Seite, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit möchte ich mich ebenfalls von Ihnen verabschieden. Allerdings nicht ohne Sie noch ganz kurz auf das weitere Websession-Programm der WGP-Technologietage aufmerksam zu machen. Da warten nämlich heute und auch
Genau, heute noch zwei Vorträge, glaube ich, und auch am morgigen Tag noch einige Vorträge auf Sie, zu denen Sie natürlich herzlich zur Teilnahme eingeladen sind. Alles über die bekannte Veranstaltungsseite. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen dann noch einen schönen Tag, hoffe, Sie bald wieder bei einem weiteren Vortrag begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Wiedersehen.